This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Jörg hier wieder von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, zur folgenden Diskussionsrunde am Montagabend, 25. November, nach einer Doppellesung von Romanismus und die Reformation. Sind jetzt die Mikrofone freigeschaltet und diejenigen, die Fragen, Bemerkungen zu dem Gesagten, Gelesenen haben, die bitte ich dann jetzt zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Da kam gerade eben die Frage zu dem Link der Ursulinen, ja? Das war das in Teil 3 noch? Teil 3.1 oder Teil 3.2? Mal eben schauen. Warte mal, erstmal muss ich hier eben notieren, dass ich hier die nächste Lesung machen muss. Lesung 13. Hier beginnen. Auf. Ursulinen. Ist noch irgendjemand da? Gibt es nichts zu sagen? Ja, ja. Da ist es. Ursulinen. Alle da, such mal. Hier ist das. Ich glaube, so suchen, deswegen müsst ihr nicht schweigen, ne? Ihr könnt hier ruhig ein bisschen quatschen. Dann gebe ich euch den Text hier mal kurz im Chat, in der Gruppe. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Das ist also dieses Handbuch. Das kann man sich dann noch wohl runterladen als E-Buch oder Google-Buch oder was weiß ich. So. Naja, und ehrlich gesagt, also jetzt Kapitel 6 zu lesen von dem Buch Babylon Mysterien, Religion, nachdem ich heute zwei Lesungen gemacht habe, bin ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz so fit, um das jetzt noch zu machen. Das könnt ihr vielleicht auch verstehen.
Das können wir ja, wenn ihr das wollt, dann können wir das nächstes Mal machen. Anstatt Romanismus und die Reformation schieben wir da die Lesung ein von dem Kapitel 6 von dem Buch von Ralph Wutrow. Das mache ich dann gerne auf Wunsch, dann müsst ihr halt bekunden, was ihr wollt. Und ansonsten hättet ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen über das heute Gelesene. Bitte schön, die Mikrofone sind auf, dann höre ich eure Kommentare, Fragen und so weiter. Jo, die Jasmin hier. Bemerkenswert ist es, dass der Mensch nach wie vor noch an diesen Mist glaubt. Ja. Immer noch grundsätzlich irgendwo sich Reliquien anschauen möchte, beziehungsweise sogar selbst welche besitzen möchte. Ich habe auch mal gehört, man kann sogar auf einen gewissen Händler Schwarzmarkt sich Reliquien kaufen. Auf eBay habe ich das auch schon mal gesehen. Damit wurde also ein Wahnsinnsgeschäft gemacht und damit wurde im Prinzip ja das Teufelsnest finanziert. Ja, und ich frage mich halt, warum sich heute überhaupt noch jemand taufen lässt. Es ist wie ein Rätsel. Ein Rätsel ist das, ja. Das Gleiche mit den Erscheinungen überall. Hier in der Nähe ist auch so ein Ort, wo die Semiramis als Maria erschienen sein soll. Da rennen sie alle hin. Das gibt es immer noch. Das auch so Statuen bluten und so. Ja, das wird noch viel mehr passieren. Ich habe ja schon öfter mal von dem Buch gesprochen. Ich weiß nicht, wer sich das erinnert. Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All. Dieses englische Buch von 2006 wurde das, glaube ich, geschrieben von drei verschiedenen Autoren. Also die Königin des Islam, die Königin von Rom, die Königin von allen. Wo es um diese Maria-Erscheinungen, diese Fatima-Erscheinungen geht. Und über deren Rolle in der zukünftigen neuen Weltordnung, um eben die... die eine Weltreligion im Grunde zu schaffen, ne? Die mit ihren verschiedenen Erscheinungen, wie wir sie jetzt kennen, aus Fatima, Lourdes, Madigorje und wo sie nicht überall bereits erschienen ist, die hat noch bestimmte Rollen in der Zukunft, glaube ich, zu erfüllen. Ja. Oh, da geht noch was. Irgendwas werden sie ja noch machen müssen, das ist ja ganz klar. Ja. Ja, damit dann der Papst sich erheben kann und sagen kann, so, das kommt alles davon, weil ihr so gottlose seid, so. Ja, und nicht in die Kirche geht und dementsprechend, also irgendwas ist ja ganz klar. Und ja, das macht er ja auch, mit dem Sonntagsgesetz macht er das ja auch schon, ne? Da gibt es ja auch. Kennt ihr dieses Video, ich kann das jetzt hier nicht spielen, ihr könnt das ja nicht hören, ich kann das Video abspielen, aber es gibt ja dieses Sonntagsgesetz-Video, ne? Von der Sonntagsallianz. Ja, das habe ich schon gesehen. Ein Ausschnitt. Ja, ich habe das irgendwo... Ich habe das irgendwo in meinen Videos damit zwischen. YouTube-relevante Videos, ist das hier? Nee, da ist das nicht drin. Also die vom Kleinhorn geänderten Zeiten und Gesetze, oder wie? Bitte? Die vom Kleinhorn geänderten Zeiten und Gesetze, meinst du jetzt, mit dem Sonntag? Ne, ich habe es über die Sonntagsallianz, da ist so ein Video raus hier in Europa, von der Sonntagsallianz damit drauf. Hier. See how Sunday law is being pushed today. Das ist das, glaube ich. Das ist 4 Minuten 50. Ja, das ist das. Wenn ich das hier jetzt zeige, bringt nichts, weil ihr hört den Ton nicht. Aber es ist 56,4 Megabyte. Mal eben sehen, das müsste ich eventuell hier schicken können. Das ist nicht zu groß, ne? So, dann könnt ihr euch das angucken. Ja, es wird versendet. Könnt ihr euch da angucken. Das ist ein sehr interessantes Video. Und das ist hier von der Europäischen Sonntagsallianz. Könnte ja nach der Diskussion schon, jetzt ist ja nur ein paar Minuten lang. Aber gute Nacht. Dann hat jeder das. Ich kann das nur auch hier in dem Video nicht zeigen, weil dann kriege ich ein Copyright-Dinge. Ist ja kein Problem, kann man ja sagen. Content von Dritten, Inhalt von Dritten wird gezeigt, das kann man ja machen. Aber das ist so ein Video, wo es um die Europäische Sonntagsallianz geht, wo halt dann gesagt wird, was ja auch im Grunde mehr oder weniger die Politik des Papstes ist, wenn wir nicht diesen einen Tag nehmen, um uns Ruhe zu nehmen und uns für die Familie zu interessieren und so weiter und so weiter. Gute Nacht, Max. Du bist aber schnell weg. Und nee, Andreas, ich bin auch noch da. Was war jetzt an Andreas? Hätte ich vielleicht dieses Ad mitmachen. Ach so, ja, okay. Gut, Andreas ist weg dann. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben?
dass der Papst also meint, wenn wir nicht diesen einen Tag der Ruhe in der Woche halten, dadurch kommt ja die globale Erwärmung und all dieser ganze Kram und daran sind die Menschen halt schuld. Ja, das habe ich gesehen, aber nur ganz gepusht, kurz. Ne? Ja, mittlerweile kann ich mir den Mist nicht mehr anhören noch ansehen. Es tut einfach weh. Guck zieht dir das, die Fußnägel weg. Guck dir das Video mal an, dann zieht es dir auch die Fußnägel weg, ja. Ja, sag ich ja, das ist ja, ja der Punkt. Ja, okay. Hi, der Kohli hier. Hallo. Danke, erstmal war eine sehr aufschlussreiche und leidenschaftliche Lesung, hat mir wunderbar gefallen. Und alleine schon in diesen zwei Lesungen, wenn man den Beweisführungen folgt, dann kann man eigentlich einwandfrei nachvollziehen, warum der Papst der geschichtliche Antichrist ist. Und die Beweise sind stimmig, die sind nachzuvollziehen. Jeder kann selber nachsehen, ob es nun jetzt in der Neuzeit die Sachen mit dem 11.9. sind oder 9.11. oder jetzt aktuell die Waldbrände ohne Bäume. Wir sehen überall die Zeichen und das wird wahrscheinlich, denke ich mir mal, noch so weit gehen, bis Rom abbrennt und der christliche Mantel abgelegt wird und er das wahre Gesicht zeigt. Also ich schätze, Rom wird auch geopfert werden. Ist das nicht auch irgendwo prophezeit, dass Rom abbrennen soll, oder irre ich mich da? Ja, für Jerusalem, ne? Im Grunde will der Papst ja seinen Thron in Jerusalem errichten. Das ist ja die heilige Stadt. Und Rom wird natürlich wahrscheinlich auf dem Weg zu Jerusalem irgendwie vernichtet werden, ja. Ja. Mhm. Hört mal. Was? Also. Ach Quatsch. Nee, das ist schon in Ordnung. Ja, das denke ich auch, dass da noch schon noch was uns bevorsteht. Also, ob wir das jetzt alles auch noch mitkriegen und so und wie sich das alles manifestiert, ist ja eine andere Sache, aber ja. Gab es nicht mal so einen Film, Die Päpstin, wo eine Szene gezeigt worden ist, als sie noch keine Päpstin war, sondern dem Papst praktisch als Arzt gedient hat? Dass sie da so Ideen, ich sag mal, entwickelt hatte, um so gewisse Könige und Herrscher zu täuschen, die eben den Vatikan angreifen wollten? Den Film gibt's, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, da haben sie so Tricks eben eingebaut, ne, dass sich dann das Tor dieses vom Vatikan dann von alleine öffnet und solche Sachen. Und damit haben sie ja damals schon die damaligen Herrscher, ja, die Rom bezwingen wollten, mehr oder weniger böse getäuscht. Jo. Und wenn irgendwelche Wunder anerkannt werden vom Vatikan, das dauert ja immer erst seine Zeit. Also mindestens so lange, bis man das nicht mehr nachweisen kann, dass es getrickst war. Ne? Ja, die verstehen schon ihr Handwerk. Ja. Und zu dem Thema, dass der Papst Zeiten und Gesetze ändert, erinnert oder weiß da jemand, dass der Papst ja auch im 15. oder 16. Jahrhundert die Karte gedreht hat, also dass aus Norden Süden wurde und aus Süden Norden? Aha. Weiß da jemand von euch Bescheid? Nee, habe ich auch nichts gehört. Hab ich da nicht gehört. Erzähl mal. Na, er hat eben die Karte gedreht. Ich weiß aber leider nicht mehr ganz genau, wann das war. Ich muss da auch nochmal nachlesen. Aber wenn man sich dazu Gemüte führt, dann ändern sich ja auch Aspekte in der Offenbarung. Mit den Herrscher aus dem Norden oder unsere schulische Geschichtslehre, dass die ganzen keltischen Völker, die ganzen nordischen in den Süden eingefallen sind. Denn wenn wir jetzt sehen, hat uns ja eigentlich immer nur Rom überfallen. Und wenn man sich dann Sachen mal überlegt und ansieht, dann macht das auch sehr viel mehr Sinn. Das ist aber interessant.
Ne, würde mich jetzt auch nicht wundern, weil es nichts gibt, was ich dem Romanismus jetzt nicht zutrauen würde, wenn es darum geht, irgendwie Gesetz oder irgendwas zu ändern. Ne? So, ja. So würde er so ja. Die Handschrift tragen. War das ein Buch, oder? Ich hatte das irgendwo mal gelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo und wo ich die Quelle her hatte. Ich muss da auch noch mal suchen. Interessant. Da glaube ich, irgendwie in Verbindung damit, wie er die Welt aufgeteilt hat, für die Kolonien, wo er die zwischen Spanien und Portugal praktisch aufgeteilt hat, die Welt in zwei Hälften. Die eine Hälfte kriegt Spanien und die andere Hälfte fallen dann an Portugal. Und dabei wurde wohl auch die Karte gedreht. Aus Norden wurde Süden und aus Süden wurde Norden. Ich muss da nochmal mir das raussuchen. Also so von der Drehung weiß ich jetzt selber nichts, aber es ist auf jeden Fall mal interessant nachzuforschen ein bisschen. Was ich aber weiß, ist ja, dass die Proportionen so, ne, wenn man jetzt die Weltkarte betrachtet, so gut, natürlich haben wir sowieso mal abgesehen davon, dass das Globus-Erde-Modell, was ja auch Quatsch ist, aber wenn man jetzt hier diese Karte nimmt nach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also ich habe die auch hier im Schlafzimmer noch an der Wand hängen, die flache Erdekarte quasi, wo also die Karte behauptet, dass sie sehr getreu der originalen Form der Erde ist, dann sind die Proportionen auch ganz andere. Ja, dann weil auch so, ich sag mal, Erdkunde-Unterrichtskarten wird natürlich die USA immer so als riesiger Kontinent dargestellt, aber in Wirklichkeit ist er das gar nicht. Und also das ist mir schon bewusst. Ne? Und ich denke mal, das wissen auch viele andere inzwischen. Aber das mit der Drehung an sich, ja, dass da also von vornherein noch mal was falsch liegt, das würde mich jetzt auch nicht wundern, sag ich mal. Ich bezweifle die Geschichte mit dem Papst und der Nord-Süd-Geschichte. Ich denke, das könnte eine Sache sein, die unter Umständen mit dem Pol, sogenannten Polsprung zu tun hat, wo sich also die magnetischen Pole Nordpol und Südpol umdrehen sollen. Das soll ja noch kommen in der Zukunft, ne? Ja, ich sage, er soll noch kommen. Und da ich extrem viel mit Astronomie zu tun hatte in meiner Vergangenheit, ist mir da auch nie was zu Ohren gekommen, dass da irgendetwas mal geändert worden wäre. Zusätzlich zu der Geschichte mit dieser flachen Erde, wo ich diese Diskussion jetzt auch gar nicht da jetzt weiter vertiefen will, aber nur mal kurz eine Anmerkung, da sind ganz, ganz, ganz viele falsche Videos im Internet unterwegs, die überhaupt nicht die sogenannte Mercator-Projektion vom Globus auf eine flache Erdprojektion mit verbinden und überhaupt nicht berücksichtigen. Deswegen sind die dann maßstablich auch, sehen dann die einzelnen Länder halt viel, viel anders aus oder kleiner aus, sind aber dann nicht maßstabsgetreu, weil es eben keine sogenannte Mercator-Projektion ja. ist. Ich habe gerade mal geschaut, das ist die Gliesen-Map. New Standard Map of the World heißt sie. Also wie gesagt, bei den ganzen Sachen, es gibt unheimlich viel Desinformation da im Netz. Da muss man ganz, 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 ganz völlig aufpassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, stell doch mal den Link bitte rein zu der richtigen Karte. Habe ich jetzt nicht direkt griffbereit. Also ich weiß es nur, weil halt eine gute Bekannte von mir auf dem Gymnasium ist, ein Mercator-Gymnasium. Und deswegen weiß ich, womit die sich halt, dass dieser Herr Mercator halt diese Projektion mal gemacht hat. Und ich habe mir halt vor ein paar Wochen mal so ein Video angeguckt, wo ich direkt nach ein paar Minuten abgeschaltet habe, gesagt, oh, was ein Schmarrn. Und ich habe jetzt also nicht jetzt direkt etwas aus dem Handgelenk oder im Lesezeichen hier, das ich jetzt direkt veröffentlichen könnte. Aber wie gesagt, gebt mal an am besten Mercator-Projektion Erde oder so ein. Dann habt ihr da eine andere Maßstäblichkeit. Ja, mit dem Thema flache Erde beschäftige ich mich gar nicht. Das halte ich für so was von nebensächlich, ob ich auf einer flachen oder einer runden Erde lebe. Ja. Das ist ja gut, man geht halt nach der Bibel. Und ja. In der Bibel ist es halt wirklich beschrieben mit einem Erdkreis. Ja, also rund ist es definitiv, aber ob das jetzt ein Globus ist oder also so weiter. Ja genau, Jörg, das ist die Erde, die von sich beansprucht, die korrekteste zu sein, die habe ich hier also auch liegen. Das ist die Gliesen-Map, die 1800 irgendwas rauskam, auch mit einem Patent ganz offiziell irgendwie. Und der Gliesen hat halt gehofft, dass, der hat auch so eine Wochenzeitschrift rausgegeben, die flache, die Erde, keine Kugel oder so. Und auch so nach christlichem
Anschein nach, aber so diesen Einschlag, wie er erhofft hatte, hatte diese Karte halt nicht auf die Welt, ja, weil damit wollte er also das Weltbild wieder näher auch zur Bibel bringen, ein bisschen. Also nur mal eben zu diesem Thema ganz kurz. Die Bibel spricht von einer Zeit, in der die Welt geteilt wurde. Das heißt, als Gott die Erde geschaffen hat, hat er einen Kontinent geschaffen. Das Land, er hat sich über die See erhoben, wie es in der Schöpfungsgeschichte steht. Wir hatten einen zusammengehörigen Kontinent. Und in der Zeit nach der Flut, da steht geschrieben von dem Pelek. Habt ihr davon mal gelesen? Pelek, der die Erde bewohnt hat in dem Zeit, als die Erde geteilt wurde. Ich suche das mal eben auf meiner Lieblings-King-James-Seite. Gib mir mal eine Sekunde. Du siehst es ja auch an den Kontinentalplatten, an der Verschiebung, dieses auch, dass die Kontinente irgendwann mal zusammengehangen haben. Genesis 10. Gut, die Tektonik ist auch nur eine Theorie, ne? Also das will ich nur mal vorweg sagen, ne? Das ist genauso eine Theorie wie Evolution und Dinosaurier und alles andere hier. Auch, ne? Plattentektonik ist Chronicles. Auch Chronicles. Also in dem Buch Chroniken, Kapitel 1, Verse 1 bis Kapitel 1, Vers 19. And unto Eber were born two sons. The name of the one was Pelek, because in his days the earth was divided. And his brother's name was Joktan. Ja? Also dann gehen wir in Chroniken 1,19. 1. Chroniken 1,19. So, Schlachterbibel ist ja hier oben. So, Schlachterbibel. Also die Erde mag sich auch durchaus irgendwie verändert haben, sag ich mal. Auch durch Chronik Gottes Wort. Ne? 1,19. Also eine Kugel ist es auf jeden Fall nicht, das meine ich halt auch damit so. So, und Heber wurden zwei Söhne geboren, denn der eine des Namen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und der Name seines Bruders war Joktan. So, und in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, das heißt, damals haben sich die Kontinente gebildet, wie wir sie heute zwischen Anführungszeichen kennen, wenn wir den Karten trauen können. Das Problem ist ja, niemand hat es irgendwie selbst mal gesehen, ne? Wir haben nicht den Überblick. Wir glauben den Atlassen, wir glauben den Atlanten, Entschuldigung. Wir glauben den Atlanten, wir glauben den Landkarten, den Globen, die wir sehen. Wir glauben den Fernsehsendungen, den Lehrbüchern. Wir wissen es ja nicht. Wir haben ja nicht den Überblick. Da würde ich eine Unterscheidung sehen, ne? Weil es gibt ja zum Beispiel auch viele, viele Schifffahrtsbücher. Und wenn du die zum Beispiel hinzuziehst, dann ist die Gleason-Map also schon sehr, sehr getreu dem, was so auch, ich sag mal, Kapitäne und so vorgefunden haben. Ich will das ja gar nicht groß in Zweifel ziehen. Ich will nur sagen, für mich persönlich habe das so noch nicht gesehen. Und wenn diese Gleason-Map, wie sie hier zum Beispiel ist, das sieht ja ganz annehmbar aus. Und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie das Bild einer flachen Erde, was hier drauf gegeben wird. Und wie gesagt, zu dem Thema flache Erde sage ich das Gleiche, wie der Bruder da vorhin gesagt hat. Da beschäftige ich mich gar nicht mit. Weil, wisst ihr, was wichtig ist? Der Papst ist der Antichrist. Ja, genau. Das ist wichtig. Ja. Ja? Erstaunlicherweise, es gibt tolle Videos hier von so Eric Dubai und wie sie alle heißen, ja, die sich also mit diesem Thema bis zum Erbrechen beschäftigt haben. Mhm. Und komischerweise, ja, das ist mir also auch sehr früh ausgefallen und nichtsdestotrotz war es ein wesentlicher Schritt für mich zumindest, zu Gott zu finden. Das möchte ich hier jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Also die flache Erde an sich, ja, weil dann habe ich mir nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich erkannt habe, dass die Erde also tatsächlich flach sein könnte, sind mir die Augen aufgetan worden und ich habe erkannt, dass die Erde, dass die Bibel, Entschuldigung, von Seite 1 an, also kein Fantasieroman ist, ja, von irgendwie Quatschautoren, sondern dass sie ja wahr sein könnte. Ja, also das war für mich zumindest auch ein wesentlicher Schritt, zum Glauben zu finden, also ne, das annehmen zu können. Und weil ja da auch ungefähr die Form beschrieben wird. Und ja, für mich ist es also jetzt gerade so aktuell, zumindest war es da, der nächste Schritt war dann, dass ich irgendwie zu deinem Kanal gestoßen bin, Jörg, ne, mit deinen Inhalten, dass der Papst der Antichrist ist, was wirklich auch so das Wichtigste ist. Da habe ich dann also so die Gleason-Map so für mich jetzt als das anerkannt, was wirklich die Form so darstellt, weil sie halt auch durch Luftfahrt und nautische Karten bestätigt wird, die auch genutzt werden heutzutage immer noch. Nichtsdestotrotz, was mir halt immer wieder aufgefallen ist, um nochmal zum ersten Punkt zu kommen, Eric Dubai und so weiter, die sich alle mit diesem Thema wirklich bis zum Erbrechen beschäftigen, die lassen halt immer diesen wesentlichen Punkt aus, ja, dass es eben um die Bibel geht und dass es eben um Gottes Wort geht und dass es eben darum geht, dass der Papst der Antichrist ist. Ja, das wird dann nämlich überall nicht genannt. Ja.
Also könnte man da schon wieder fast von kontrollierter Opposition sprechen. So, und ich denke mal, das ist genau das, was auch Michael meinte, mit, dass man aufpassen muss. Kontrollierte Opposition oder auf jeden Fall das Wegführen von dem Wesentlichen. Lass es uns doch mal so sagen. Genau. Die halten nämlich dann die flache Erde als allerwichtigstes und lassen alles andere raus. Eben. Es gibt eben gewisse Dinge, die sind wichtig und es gibt gewisse Dinge, die sind unwichtig. Ich sage jetzt mal ganz hypothetisch gesagt, wir leben auf einer flachen Erde. Was bringt mir das Wissen, wenn ich keine Ahnung habe, wer Jesus Christus ist, wenn ich keine Ahnung habe, wer der Antichrist ist, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich herkomme, warum ich hier bin und wo ich hingehe? Was bringt mir das? Um dich auch nochmal selber zu rezitieren, dann ist das dem Satan genauso recht wie alles andere auch, wenn man sich nur damit beschäftigt und nur die Leute davon irgendwie was erzählen will. Ein weiterer Beweis, dass das nur über Gnostik geht. Ja? Ja. Das gnostische Wissen gegenüber das Wissen der Bibel, die Pseudowissenschaft der Gnostiker gegenüber der biblischen Wissenschaft, die Wissenschaft, die auf der Bibel beruht. So einfach ist das. Jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen, Michael. Entschuldigung, bitte. Ja, ach nee, ich wollte dem nur wirklich zustimmen, weil ich habe ja schon mal einer meiner Lieblingssätze oder meiner Philosophie, ja, Philosophie ist auch wieder ein blödes Wort, meiner Überzeugung ist, wir haben ja nur eine beschränkte Lebenszeit hier auf dieser Welt, um uns zu beweisen oder um halt den anderen etwas mit auf den Weg zu geben. Und in der Zeit versuche ich mich möglichst viel mit irgendwelchen sinnigen Sachen zu beschäftigen, zumindest in meiner Freizeit. Und da gehören halt einfach alle möglichen Glaubensinhalte zu, eben spirituell. Und alles das, was jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wer es gewesen ist, Christian, aufgezeigt hat. Ich weiß jetzt nicht, wer da eben mein Vorredner war. Wegen flacher Erde und Projektion und dies und jenes und so weiter, sind materielle Dinge. Und ich habe diese Diskussion mit meiner Tochter ganz oft, weil in derer Welt, in ihrer Welt mit 10, 11 Jahren, da ist Abwaschen und Kleiderbügeln und Krümeln nicht herum, ist existenziell. Und wenn ich da mal etwas über Jesus und so weiter erzähle, werden die Augen gerollt, im Motto, wen interessiert, ist ja gar nicht völlig unwichtig. Aber ich möchte halt nicht auf dem Stand eines Kindes sein, was letzten Endes noch nicht eben diese komplette Lebenserfahrung hat, aber da wir ja alle hier ein gewisses Alter haben, wir haben alle nur endliche Zeit in dieser Existenz, um es mal so auszudrücken. Lasst uns da mit den Dingen beschäftigen, die für unser geistiges Wachstum wichtig sind und denen, wo wir dann letzten Endes uns drin weiterbilden und weiterforschen können, sodass wir dann anderen etwas davon auch mitgeben und weitergeben können. Richtig. Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass wir am Glauben alle irgendwie wie Kinder auch sein sollten. Ne? Das ist ja auch das, was Ja, das ist ein absolut richtiger Punkt. Aber wie gesagt, für jemanden, der nur in dieser materiellen Existenz verhaftet ist, da sind also Dinge wie Kleiderbügeln und Frisieren und so weiter halt die Dinge, womit dann halt Lebenszeit halt einfach mit abgeschlossen wird. Und da bleibt eben dann, wenn man sich versucht, perfekt in dieser materiellen Welt zurechtzufinden, bleibt eben dann keine Zeit mehr für die Dinge, die wir hier eigentlich machen wollen. Deswegen vermute ich mal, dass einige, so wie ich, materiell ziemlich unorganisiert sind, hier liegt alle mögliche Gedöns rum, weil ich halt einfach eine ganz andere Prioritätenliste habe. Ja, nee, da stimme ich dir aber zu. Und als Zustimmung dazu auch nochmal, wenn ich jetzt unter also Videos poste oder so und mich da in die Kommentarspalten begebe, in diese Abgründe, sag ich mal, zum Thema auch flache Erde und dann irgendwie auch mal irgendwie was davon erzählen will, dass es aber auch darum geht, dass es die Bibel eben das Wichtigste ist, was wir hier haben, nämlich Gottes Wort, dann passiert es ganz schnell, ja, dass man also nicht nur schnell auch lächerlich gemacht wird, weil man ja irgendwie die flache Erde verteidigt, sondern weil man eben auch dann auch die Bibel dazu nimmt, ja, was ja sowieso ein von Menschen geschriebenes Buch ist und so weiter und so fort. Da kommen dann diese ganzen universalen katholischen Begründungen, die da angeführt werden. Und man wird da sofort in diese Schublade geschoben und das passiert natürlich viel leichter, wenn man von vornherein mit der flachen Erde argumentiert, als wenn man nur mit der Bibel kommt. Ne? Und das ist also auch dadurch natürlich irgendwo Funktion oder so der flachen Erde, die natürlich dann wieder auch die Bibel gleich so eine Verschwörungstheoretiker-Schublade schiebt, sage ich mal. Ne? Und da muss man schon, finde ich, auch... Ja, und da liegt doch genau die Gefahr drin, dass wir in irgendwelche Dinge mit reingezogen werden, wo wir eben kein Wissen aufbauen können, weil wir da keine biblische Grundlage für haben. Ja, stimmt. Ja, und dann führt man uns ins Glatteis, versucht uns zu diskreditieren,
Und demzufolge würde dann das so sein, dass für einen Außenstehenden dann, wenn wir uns mit dieser Thema flache Erde gegen Globus oder gegen Abgeflachte oder was weiß ich dann halt mit rumschlagen und da eben kein biblisches Wissen vorgaukeln können, dann sind wir genau das, was die römische katholische Kirche dann gegenüber den Protestanten damals gesagt hat, dass wir halt einfach nur Rebellen sind. Ja, weil wir letzten Endes dann auch wieder auf dem Standpunkt stehen, dass wir dann sagen, wir haben zwar Dinge hier, von denen wir sicher sind, von denen wir auf sicherem Grund bewegen, wie der Bibel und der Bibelauslegung, aber halt auch letzten Endes Dinge erzählen, beispielsweise jetzt hier mit der flachen Erde, die uns dann wieder so ausgelegt werden können, dass unsere komplette Glaubwürdigkeit eben dahin ist, weil ja. wir uns mit Sachen beschäftigen, die eben nicht biblisch sind. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, genau so sieht das aus. Dass es da einen Hebel, einen Ansatz gibt für den Hebel, dass wir doch nur Rebellen sind, weil wir eben nicht den ganzen Weg gehen. Ne? So, und gerade bei solchen Themen ist die Gefahr da schon sehr groß, ja, stimme ich dir schon zu. Ja, und Jesus hat so hier auf der Erde gewandelt, hat auch nicht diese Themen angegriffen. Hat einfach gesagt, gib Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also im Endeffekt gebe ich dem Kaiser jetzt das, was er möchte, solange er nicht gegen meine religiöse Überzeugung verstößt. Und alles andere, da kann er mich dann wirklich, da kann er sich gehackt legen. Ja. Weil es interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin weder für noch gegen flache Erde. Ich bin nur dagegen, sich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen, weil die Zeit fehlt für andere wichtigere Sachen. Ich wollte das Thema auch gar nicht so jetzt hier so, ne, dass wir jetzt nur über flache Erde reden. Das ist ja genau auch das, was vielleicht dann wiederum damit beabsichtigt wird. Ja? Dass wir gar nicht über die Bibel sprechen, sondern über dieses Thema. Und ich bin halt auch wirklich von diesem Thema flache Erde, um mich damit überhaupt zu befassen, halt auch seit dem Punkt, wo mir, ich sag mal, so das letzte Puzzlestück aufgetan wurde, das alles einen Sinn ergeben hat, nämlich dass der Papst halt der Antichrist ist. Bin ich von diesem Thema halt auch wieder weg. Ja, da war es ja für was gut. Da war es ja für was gut. Wir sehen, man kann sich da unheimlich schnell drin verlieren und in Streit fallen über Nebensächlichkeiten, aber Fakt ist eben, wir müssen die Bibel studieren und die Bibel gibt uns an einigen Stellen Hinweise, wenn vom Erdenkreis gesprochen wird. Aber alles andere darüber hinaus raubt uns Zeit und teilt uns nur und führt zu keinerlei Erkenntnis. Ja, und im Blick aufs Wesentliche. Und ich denke auch, wir haben hier genug Probleme mit unserer Existenz auf dieser Erde. Ja, da haben wir schon genug Thematiken, die man da letzten Endes dann jeden Tag sich die Haare raufen könnte. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses römische System, in dem wir leben, halt uns genau mit diesen Sachen beschäftigen möchte. Nämlich mit dieser Maxime, divide et impera, teile und herrsche. Das ist auch meiner Meinung, also zumindest jetzt meiner Meinung, ihr könnt gerne anderer sein, die Sache, warum uns eine scheinheilige Art der angeblichen Pseudodemokratie übergetüncht wird, und zwar in vielen Ländern, damit wir uns nur mit diesen Parteien, also Partei von Teilung, von Part, damit zu beschäftigen. Und es wird sich nie was ändern, ob wir jetzt mal für Rot stimmen oder für Grün oder für Gelb oder für Blau oder für Schwarz. Ja, es wird sich aber nichts ändern, weil es eigentlich überhaupt keine Demokratie ist. Aber dahinter zu steigen, da sind die meisten halt einfach ein bisschen zu wenig engagiert. Und da sagt Jesus auch so schön in Matthäus, was sorgt ihr euch denn eigentlich so sehr um morgen? Ne? Ja. Schaut euch mal die Vögel an. Seht die Vögel. Die sich nicht sorgen um morgen, sondern die auch genug zu essen bekommen vom Vater. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Wie viel mehr wird sich der Vater denn dann um uns kümmern, wenn er den Vögeln auch genug zu essen auftut? Ne? Und der weiß ganz genau, was wir benötigen. Und da reicht es aus, dass ein Tag genug mit Sorgen belastet ist, als dass wir uns irgendwie um mehrere sorgen sollten. Ne? Ja, und ich halte auch gleich meine Klappe, aber da sehe ich genau die Problematik des Internets. Ja, wir werden mit so vielen verschiedenen Inhalten torpediert jeden Tag, dass wir letzten Endes dann nur noch irgendwo ein bisschen oberflächlich wenn wir so wollen, subliminal irgendwelche Informationen mitbekommen und uns gar nicht mehr konzentrieren können, weil in dem Moment wieder das nächste Telefon klingelt, der nächste Typ an der Tür steht, dann dieses kommt, dann hier wird ein Video, hier wird eine Werbung und so weiter und so fort. Wenn man sich mal anschaut, die Frequenz eines Spielfilmes oder einer Serie vor 50, 60 Jahren, egal welche jetzt, meinetwegen mit Schirmschaum, Melone oder irgendwas anderes, ja, wie normal dann erstmal die Menschen gezeigt worden sind, wie langsam die Schnitte waren. Und das vergleicht dann heutzutage mal mit einem MTV-Video oder mit YouTube, da kriegt ihr einfach nur noch zu Deutsch die Kotze. Ja, und, was ist Smartphone und E-Mail, dass man überall erreichbar ist? Ne? Eben, ja genau.
Und gestern Abend musste ich mir anhören von meiner Tochter und so weiter. Ja, ich weiß, du hast damals unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe, das erzähle ich immer, hast du immer Bücher gelesen? Ich sage, genau. Und Bücher lehnen ist uncool. Ich sage zu ihr, nee, ich sage, scheiße gucken wie du auf dem Smartphone, das ist uncool. Wisst ihr, was Dr. Daniele Ganser dazu sagt? Oh. Wir sind die Heimatfront. Und die Heimatfront lässt niemals jemand unbearbeitet. Die muss immer bearbeitet werden. Es gibt nur eine Wahrheit. Und Tausende oder viel, viel mehr lügen. Und je größer die Lüge ist, je schwieriger ist es, die Wahrheit zu finden. Ja, aber ich kenne den Herrn Dr. Ganser, die Bibel dann noch nicht entdeckt hat, als die einzige Wahrheit, ja, zählt. Ja, ja, genau, das ist auch wieder der Punkt. Wie bei der flachen Erde mit anderen Themen, wo nie die Bibel dann erwähnt wird. Aber das ist halt auch so in Häkchen kontrollierte Position. Das ist sein Problem. Das ist nicht mein Problem, ob er die Bibel liest oder nicht. Ja? Er hat ein paar Tatsachen gebracht über das World Trade Center. Die habe ich mir angeguckt. Er hat keine Meinung, er hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben und die ist für mich aussagekräftig gewesen, ja. Das will ich ja gar nicht davon wegnehmen. Ich will doch nur immer sagen, warum sollen wir uns Leute anhören, die uns irgendwelche Sprüche erzählen, die dann noch so wahr sein mögen, wenn sie ihr ganzes Wissen und ihr ganzes Lehren, was sie ja tun, Dr. Daniele Ganser, ich habe dem seine ganzen Gladio-Vorträge und sowas alles gesehen vor Jahren. Warum soll ich solchen Leuten angehören, wenn sie nicht die Wahrheit vertreten? Es gibt nur, wie er selber sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Ja, sprich sie dann aus. Ja, aber es ist die Bibel. Lehr dann die Bibel, verdammt nochmal. Wenn du die Bibel lehrst, musst du all den ganzen anderen Kram nicht mehr lehren. Das ist genau der Punkt, den Michael meinte. Wir verlieren uns hier vom Hundertstel ins Tausendstel. Lass uns auf das konzentrieren, was wichtig ist, das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Antworten auf alle Fragen, die wir immer suchen. Und alles andere ist nur Ablenkung. Und genau davon ernährt sich die römisch-katholische Kirche. Dass wir uns vom Wort Gottes ablenken lassen. Dass wir solche Sachen von dem Ganser zum Beispiel schauen. Was bringt's dir in Erkenntnis von Bibelwissen? Was bringt dir dann die Lehre von Ganser? Was bringt dir dann die Lehre von, sagen wir jetzt mal, Walter Veit über seine Geheimgesellschaften? Was bringt dir die Lehre von Eric John Phelps über die Ermordung von JFK? Und so weiter und so weiter. Wenn du das nicht alles an der Bibel misst. Wir haben heute Nachmittag eine Sendung gemacht mit Daryl Eberhardt. Da ist ganz deutlich rausgekommen, und das kann Michael bestätigen, wir haben das so in Englisch gesagt, das Wichtigste ist, alles in dieser Welt zu messen an die Bibel. Das ist der Maßstab. Alles. Und wenn wir jemanden haben, der sich da hinstellt und ganz tolle, interessante Vorträge hält und dann sagt, es gibt nur eine Wahrheit, aber er erwähnt die Bibel nicht als die eine Wahrheit, was will ich da mit seiner Wahrheit, die er lehrt? Die letzte halbe Stunde waren wir genauso abgelenkt, wie du gerade meintest. Ja. Nein, waren wir nicht. Wir haben das Thema durchleuchtet. Ja, ich meine nur, das war jetzt so. Ne? So ja. Wir haben ja nicht darüber diskutiert, ob die Erde jetzt flach oder rund ist. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Die Diskussion fand ich die erste Diskussion, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die ich im Internet bis jetzt gehört habe. Und dann findet das hier noch auf meiner Plattform statt, mehr oder weniger, wo man das mal vernünftig angegangen ist, das Thema. Und es gibt sicher Punkte in der Bibel, die sprechen für eine flache Erde. Das will ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch sicher Punkte in der Bibel, die sprechen für eine Ballerde. Weiß ich nicht. Hab das so fertig studiert. Ich kenne Punkte, die für flache Erde sprechen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es hier wieder eine Möglichkeit gibt, wie Michael genau richtig sagt, für die Jesuiten, um ihr Teile- und Herrscheprogramm durchzuziehen. Das ist immer so. Man hat immer die Hegelsche Dialektik. These, Antithese. Und das führt zu einer Synthese. Und wenn wir uns von den Jesuiten oder der römisch-katholischen Kirche dazu leiten lassen, an ihrem Spiel von These und Antithese mitzumachen, dann spielen wir ihr Spiel. Nur in ihrem Spiel machen sie die Regeln. Und wir verlieren. Dann spiele ich lieber das Spiel Gottes und halte mich an die Bibel. Da macht er die Regeln. Und wenn ich mich an ihn halte, dann betrügt er mich auch nicht. Das wollte ich nur mal eben dazu gesagt haben. Die Diskussion ansonsten fand ich absolut in Ordnung. So wäre ich da auch schon längst zwischengekommen. Ich finde das gut. Ich fand das sehr gut, wie sachlich und vor allen Dingen auch biblisch fundiert da gesagt wurde. Aber wir müssen uns das immer wieder bei jedem einzelnen Punkt bewusst werden. These, Antithese, Synthese, diese Hegelsche Dialektik. Divide et conquera, wie heißt das? Teile und Herrsche.
Was die Jesuiten gebrauchen. Divide et impera. Was die Jesuiten gebrauchen. Das ist der Punkt, den Michael gemacht hat. Entschuldigung, jetzt will ich mal eben kurz meinen Satz zu Ende bringen. Da kannst du mir gleich ins Wort fallen danach. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, wo man immer wieder in dieses Ding reingezogen wird. Und für mich gibt es nur ein Divide et impera. Und das ist schwarz oder weiß. Das ist Wahrheit oder Lüge. Das ist Bibel oder gnostische Lehre. Und ich wähle die Bibel. Ich wähle das Wort Gottes. Amen. Ja, kurz zu dem Divide et impera. Und das ist die Geschichte, die uns jeden Tag überall letzten Endes ins Gesicht klatscht. Und speziell nicht nur jetzt im Politischen, sondern jetzt auch in dieser Funktion, in diesem Chat jetzt hier, in dieser Gruppe hier, Romanismus und Reformation. Denn dieses System, Divide et impera, hat ja nun mal halt schon seit unendlichen Jahrhunderten mal mehr und früher vielleicht mal ein bisschen weniger funktioniert, aber es funktioniert, weil die Menschen halt einfach nur mit irgendwelchen Gedöns beschäftigt sind. Und das ist genau Thema eigentlich dieser Buchlesung Romanismus und Reformation, weil das ist nämlich Romanismus, dieses Teile und Herrsche, ist Romanismus. Rom selber damals, nach meinem bescheidenen biblischen und vor allem geschichtlichen Verständnis, hat sich damals sehr ausgedehnt, überdehnt, und jeder weiß, dass wenn ich eine überdehnte Flanke habe, wenn ein Reich eigentlich zu groß ist, um mit genug Soldaten letzten Endes beschützt und gesichert werden zu können, dann muss man die Untertanen und die Untergebenen muss man halt irgendwie mit einzelnen selber Scharmützeln beschäftigen, damit sie halt nicht auf den Gedanken kommen, zu revoltieren. Und das ist das, was die ganze Zeit mit uns machen. Und das ist Romanismus. Und das funktioniert hervorragend. Ja, natürlich. Denn wenn wir uns das alles ansehen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden und die Zeit uns sie geben werden würde, dass wir schon von klein auf an die Bibel studieren, dann wären wir auf solche Werke nicht angewiesen. Dann hätten wir unsere eigene Erkenntnis fundiert. Das ist genau das, was Martin Luther 1520 bereits gesagt hat, Kuli. Ja, so fallen wir auf hunderte von Leuten rein, die uns irgendwelche Auslegungen geben wollen, die wir nicht als falsch erkennen. Also für den Papst Sieg auf ganzer Linie. Ja, so wie man ganze Linie. Aber so wie mein Vorredner meinte. Die Ausnahme bestätigt die Regel. So wie mein Vorredner meinte, es ist alles rechtens, solange wir davon abgehalten werden, das Wort Gottes zu lesen und weiter zu predigen. Richtig. Ja. Satan scheißegal, an was wir glauben, ob es jetzt das ist oder... Oder über was wir uns unterhalten oder streiten, Hauptsache es nicht Bibel. Genau. Mhm. Guten Abend in die Runde. Da nehme ich mal kurz die Gelegenheit wahr, der René hier. Eigentlich hatte ich mehr zwei Punkte, jetzt auch eher mehr oder weniger direkt zu der Lesung, aber da jetzt nochmal mit dem anderen Thema kommt, wo ich anscheinend auch noch was zu sagen kann, mache ich das mal gleich als erstes, auch wenn es für mich das Unwichtigste ist. Ja? Ihr habt ja jetzt diese flache Erde angesprochen und ich habe das bis jetzt mit Jörg schon einmal etwas ausführlicher im Gespräch gehabt und ich gehöre halt zu denjenigen, die durch dieses Thema zum Schöpfer kamen, und zwar ganz direkt. Also für mich war das definitiv eines der einfachsten Sachen, die ersten Sätze zu lesen, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Das war für mich klar. Alles, was ich bis jetzt selbst aus der Bibel gelesen habe, ist für mich nach wie vor nur eine Bestätigung des Erzkreises. Was aber noch viel wichtiger ist und warum ich jetzt meinen Mund aufmache, ist vielleicht die Möglichkeit, etwas Licht reinzubringen, warum denn das überhaupt hier so in die Welt getan wurde. Denn da scheine ich wohl ich habe mich mit diesem Thema wohl von allen aus dieser Gruppe ja am heftigsten beschäftigt. Und dieser sogenannte Eric Dubai ist derjenige, der von dieser satanischen Seite aus den Auftrag erhalten hat, dieses Thema hier auf die Erde zu bringen. Nur ganz kurz angesprochen, wenn man da selbst recherchieren möchte, muss ja keiner. Seine Freundin ist, ich glaube, eine Tochter von einem der thailändischen Hochgeneräle, also jesuitischer Hintergrund. Damit ist, denke ich mal, alles soweit geklärt. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, und ich habe das auch Jörg gegenüber mal besser formuliert, als ich es jetzt sicherlich hinbekomme, als ich dann auf die Idee kam, warum machen die denn das? So ein Thema, was ich für das Königsthema hielt, nichtsdestotrotz ich, wie gesagt, den Schöpfer beim Erkennen sofort, ich sag mal so, vor Augen sah, für mich war das glasklar, ist eben genau das Abhalten von dem Höchsten. Nicht dem Schöpfer an sich vielleicht, sondern eben vielleicht auch eher von dem Lesen der Bibel. Denn Eric Dubai selber, richtig, der erwähnt nichts von dem Schöpfer,
oder was noch darüber hinausgeht. Aber alle anderen, ich sage jetzt mal einschlägigen Kanäle im deutschsprachigen Bereich, tun das. Ich habe aus Jux und Stellerei, aus einem anderen Thema, da ging es um Fossilien, das hat Jasmin mal gepostet, habe ich von diesem, wie heißt er denn nochmal, ist auch egal, ist ein deutschsprachiger Kanalbetreiber, der sich mit diesem Thema nach wie vor beschäftigt. Und der nimmt das Wort Schöpfer, wie viele, zwangsmäßig im Mund, bei ihm klar ist, wer sich damit beschäftigt, kommt da an. Nichtsdestotrotz ist aber faszinierend, dass sie dieses Thema reingebracht haben, um die Leute trotzdem davon abzuhalten. So ein wirklich irriges Thema, wo die Leute auf die Barrikaden gehen für, ja. Und ich wollte es im Prinzip nur damit abschließen. Es ist wirklich von der Opposition selbst, von der satanischen Seite aus hier in die Welt gebracht worden. Kann man mal sehen, obwohl es die Wahrheit ist, dass jeder, der sich mit der Bibel beschäftigt, definitiv früher oder später klar sein muss. Obwohl die meisten, die die Bibel lesen und auch studieren, immer noch an die Ballerde glauben. Sollen sie machen. Es ist definitiv nicht das Wichtigste. Es spielt wirklich für uns letztendlich, für unser Dasein hier, nicht so eine essentielle Rolle. Aber es ist nicht unwichtig und es bringt tatsächlich jemanden wie mich, und ich bin nicht der einzigste Bruder, für euch vielleicht schon, aber nicht für die, die auf der Erde wandeln, das Thema, wo man dann zum Schöpfer gelangt. Das sehe ich bei denen jetzt noch, am liebsten würde ich den allen anschreiben, ist der Schritt, die Bibel anzunehmen, also wirklich nur ganz gering. Aber mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Was für mich viel wichtiger war, jetzt eigentlich nochmal ganz kurz zu der Lesung an sich zu sagen, nämlich, dass ich es interessant finde, dazu, also in der Bibel ist ja auch zu dieser Erde auch nicht viel erwähnt, und so wichtig ist es auch im Kontext der Bibel, finde ich. Viel wichtiger ist eben dieses, was Jörg ganz in der ersten Lesung schon gesagt hat, das Erfüllen der in der neuzeitlich in einfach ablesbaren Prophetien, die sich eben erst bestätigen, wenn man ein bisschen ab der Prophetie, wo sie in die Welt kam oder niedergeschrieben wurde, eben ne, leichter abgleichen lässt. Und die letztendliche Gewissheit hat sicherlich jeder Mensch mehr oder weniger, wenn ja Christi's Niederkunft vollzogen ist. Und da noch kurz dazu, dieses, was ganz am Ende gesagt wurde, diese Reliquien, ja, das ist auf jeden Fall echt ein witziges Thema. Ich habe da auch mal eine Doku gesehen, wo ich auch vorher noch nie von der Masse gehört habe, und das Lachen kann man da echt nicht weglassen. Das ist, dass da ein Katholik, wenn er da mal kurz reinguckt, und ich habe selber gerade vor kurzem einer jungen Familie von der Taufe ihrer Tochter abgeraten und nur gesagt, dass das unbiblisch ist und dass das Christi auch nur gemacht hat, um seine Glaubwürdigkeit öffentlich halt aufrechtzuerhalten. Ansonsten ist das für einen Erwachsenen, der sich bewusst zum Glauben bekehrt. Ne? Und diese Heiligsprechungen hier, das ist ja auch eine Ansammlung, ähnlich wie diese Reliquien, in einem Unmaß. Also da geht es ja echt nicht nur ums Geld. Das ist eigentlich der zweite Punkt gewesen. Aber einen, und da schließt sich jetzt eine Frage an die Gruppe, ist das, was Jörg am Freitag geschrieben hat zu dem sogenannten Dispensationalismus. Da hat er geschrieben, dass jeder, der in der Buchlesung folgt, das gelesen haben sollte, beziehungsweise kennen sollte. Ich habe, muss ich zugeben, das noch nicht komplett durchgelesen, bin aber schon ganz am Anfang auf einen Punkt gekommen, wo ich mal kurz nachhaken wollte. Und wenn irgendjemand aus der Grunde was dazu sagen kann oder möchte, dann würde ich mich darüber freuen. Und da ging es erstmal zu dem Begriff, dass soweit klar ist, dass mit der Dispensation die Ordnung sozusagen in Epochen, in Zeitspannen, ja, in Gottes Heilsplan sozusagen definiert wird. Da kann man vielleicht einfacher folgen, ich hier an der Stelle nicht mehr, wo geschrieben steht, zentral ist, also ist ja diese Wikipedia-Seite, ne? Zentral ist vor allem die Unterscheidung der beiden Heilskörperschaften Israel und Gemeinde. Da verstehe ich nicht genau, eine oder mehrere Dispensationen bilden zusammen einen Äon. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht alles durch, aber ich bin mir sicher, dass das nicht noch tiefer erklärt wird. Und da hier keine, ne, ihr kennt das ja, Link-Wörter dabei sind, komme ich da auch so nicht weiter. Vielleicht kann irgendjemand was dazu wenigstens sagen, weil zu den anderen beiden Themen vorher muss es nicht sein. Danke. Danke, René. Das war ja eine sehr interessante Äußerung, die du da so gebracht hast. Ich habe den Artikel mit der Dispensation in dem Chat hier von Remonismus und die Reformation deswegen reingemacht, weil das erklärt viel über die Lehre des zukünftigen Antichristen. Und das Buch Romanismus und die Reformation beschreibt den Antichristen aus der historischen Sicht. Wir haben drei verschiedene Sichten, aus denen man das erklären kann. Die präteristische, das heißt, alles ist bereits in den ersten paar Jahrhunderten der Geschichte der Neuzeit im Neuen Testament erfüllt. Wir haben die zukünftige Sicht, die Lehre von Francisco Ribera unter anderem, Kardinal Bellarmin und so weiter, die neuen Bibeln von Darby und wie sie alle heißen.
dass der Antichrist eine einzelne Person ist, die irgendwann in der Zukunft, einige Jahre vor Jesus Christus Wiederkehr, kommt mit der falschen 70-Jahr-Woche. Und wir haben die korrekte Interpretation, das ist die historische Sicht. Das ist die Sicht, die die Bibel uns gibt. Und diese Dispensation, das ist wie von so einem Seifenspender, Dispenser. Ja, du drückst da einmal drauf und du kriegst eine kleine Portion. Und genau so ist das mit der Dispensation, ja, kann das Wort fast nicht aussprechen, da Lehre. das gibt immer nur so kleine Stücke. Nach dem Motto, Gott gibt uns immer nur kleine Stücke. Die sieben Kirchen ist zum Beispiel verteilt in so und so viele hundert Jahre bis zur Endzeit und bla. Steht da alles in dem Ding mit drin. Ich habe mir jetzt diesen Artikel auch nicht bis ins Detail durchgelesen, weil ich habe mich mit Dispensational Futurism, also dispensationalistischem Futurismus, in Englisch eine ganze Zeit auseinandergesetzt, und da geht es halt im Prinzip um diese Lehre. Was das jetzt da mit der Gemeinde und Israel auf sich hat, weiß ich nicht, aber es ist natürlich so, dass wir verstehen müssen, dass das Israel, von dem wir heute sprechen sollten, ein geistiges Israel ist. Wenn in der Bibel geschrieben steht, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Heiden oder zwischen Juden und Griechen, wie es da geschrieben steht, dann sind wir eben alle Christen. Aber wir sind ein geistliches Israel. Ja? Das ist genau wie die Frage der 144.000. Da meinen wirklich einige, da sind 144.000 Auserwählte hier auf der Erde im Fleisch. Meines Verständnisses, Bibelverständnisses nach, sind die 144.000 eine spirituelle Gemeinde. Genauso wie Israel, das heutige Israel, eine spirituelle Gemeinde ist und eben nicht das Land, das da im Nahen Osten in 1948 gegründet wurde, um das Theater des Antichristen, der zweiten falschen Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel nachzuspielen, wofür dieser Staat überhaupt nur steht. Dass Israel, die Braut Gottes, die Braut Jesu hier auf Erden, das sind seine Heiligen, das sind die Christen, die Jesus Christus folgen und die seiner Lehre folgen und die seine Gebote halten und die nach der Bibel leben. Das ist die Gemeinde hier auf der Erde. Inwieweit jetzt in diesem Artikel die Gemeinde und die Israeliten zusammen sind, also Israeliten heute, spirituelle Israeliten, sind die bibelgläubigen Christen. Die sind, ob das jetzt 12 Stämme sind oder wie auch immer, die sind aus der Saat Abrahams, die sind aus der Saat Isaaks, die sind aus der Saat Jakobs, der ja Israel war. Aus der Saat, aber der geistigen Saat. Es geht hier nicht um Blutlinien, es geht hier nicht um Genealogie. Es geht um die geistige Saat. Ja? Genau wie mit der Beschneidung. Es zählt nicht die äußere Beschneidung des Fleisches, wie im Alten Testament, sondern es zählt die innere Beschneidung des Herzens. Ich hoffe, dass ich damit deine Frage ein wenig habe beantworten können. Ja, nicht nur für mich, für andere denke ich auch mehr als ausführlich. Danke. Und da ich gerade nochmal die Gelegenheit habe fürs Wort, gibt es nämlich noch etwas, was du über mich gesagt hast in der letzten Lesung. Das habe ich erst jetzt vor kurzem natürlich hören können, kurz bevor die heutige anfing. Und deswegen, weil das öffentlich war, werde ich das ja auch nochmal öffentlich ansprechen. Da, ich hoffe, ich zitiere dich da richtig, lasest du aus dem Buch ganz kurz bei der Erwähnung von der künstlich geschaffenen und der natürlichen Person mich in Bezug auf, dass ich das Thema Mensch und Person, ja so, ne, dieses Thema eher so gerne habe. Und da muss ich ganz vehement widersprechen. Ich mag dieses Thema nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, es ist für mich ein Mittel zum Zweck gewesen. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich spreche das hier mal an, damit so wenigstens die Versprecher rauskommen. Ne? Dann nehme ich das zur Kenntnis und entschuldige mich dafür, wenn ich dich nicht habe. Nein, ist nicht nötig. Das ist ja nicht weiter beschäftigt. Aber da eben, wie gesagt, das ausgesprochen würde, wollte ich, also im Gegensatz dazu, das flache Erde-Thema mag ich. Ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, gerade weil ich früher jemand war, der eben, ich hatte Physik, Leistungskurs und so eine ganzen Sachen. Ich bin da extrem wissenschaftlicher Typ gewesen. Nach wie vor finde ich auch vieles noch vom Kopf her faszinierend. Ich habe ein Teleskop gehabt und fand das alles ganz toll mit allen Science-Fiction-Filmen und so weiter. Jetzt aber fasziniert es mich aus der jetzigen Erkenntnis, die Sicht, die sich aus der Bibel bestätigt, ist wie in vielem, in allem, Gottes Genialität zu erkennen. Ich bin einfach nur fasziniert vor diesen Dingen, die ich nicht verstehe, auch wenn sie ganz anders sind, als ich sie in der Schule gelernt habe. Aber dieses Thema kann ich sagen, das mag ich. Das Mensch- und Person-Thema, das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich so sehr wie Politik oder Rechtswissenschaften oder diesen ganzen Krempel. Du hast deinen Punkt gemacht, René, in Ordnung. Ich habe es verstanden. Danke. Gut.
Trag es mir dann nicht nach, dann entschuldige ich mich dafür. Niemanden trage ich da was nach, nein. Ja, jetzt bricht wieder das große Schweigen im Walde aus. Und obwohl wir heute 2 Stunden gelesen haben, habe ich gedacht, dass doch nun endlich mal ein paar Fragen über die Lesung heute kommen würden. René, hast du deine Fragen über die Lesung jetzt verschluckt oder war das nur die Bemerkung über die Reliquien, die du loswerden wolltest? Also die Frage war jetzt wirklich nur zu diesem Dispensationalismus, das, ihr wisst schon. Ja. Das war die Frage, die ich, wo ich am Anfang schon was nicht verstanden habe. Ansonsten war das eigentlich lediglich die Anmerkung, wie gesagt, zu dieser wirklich lächerlichen Reliquiensammlung, die es ähnlich bei diesen Heiligsprechungen von Dingen und Menschen und Gerippen und was da nicht alles rumliegt, so eben einfach zu sehen ist. Ansonsten finde ich es einfach nur nach wie vor, das wollte ich unterschreiben, von Glück sprechen können, dass wir diese Prophetien in der jetzigen Zeit, wo man ja schon merkt, dass man relativ nah am Ende ist, denn es sind ja nicht mehr viele, die jetzt noch kommen können, von denen, ich weiß nicht, wie viele da drin stehen, über 6.000 heißt es wohl. Und ja, also eigentlich im Prinzip haben wir Glück damit, dass wir das alles so sehen können, auch wenn wir noch nichts Genaues sagen können, auch nicht sollen. Aber immerhin, es ist deutlicher als vor 1.000 Jahren oder vor auch nur 200 Jahren. Das ist keine Frage gewesen, nein. Ja, okay. Ja, da ansonsten die Fragen in Bezug auf die vorangegangenen Lesungen sich zurückhalten und wir beinahe bei einer Stunde dieser Diskussion angekommen sind, würde ich dann damit vorschlagen, dass ich hiermit das Video der Diskussionsrunde, der 11. Diskussionsrunde zum Ende bringe. Und wir können natürlich weiterhin noch in diesem Gespräch verbleiben, wie auch sonst, und eben mit ausgeschalteter Kamera weitersprechen. Ich danke allen, die an dieser Diskussionsrunde heute am 25. November teilgenommen haben. Ich hoffe, dass euch, wie gesagt, die Lesung an sich soweit motiviert hat, dass ihr auch nächste Woche da wieder dabei sein wollt. Es motiviert mich immer unheimlich, um vor einem Live-Publikum zu lesen. Und ich könnte also heute noch, glaube ich, 3 Lesungen machen. Ich bin so in dem Buch drin, es macht so einen Spaß. Es ist so wichtig, diese Lehre von Henry Cretton Guinness über die Welt zu verteilen. Ich möchte gar nichts anderes machen, als mich nur mit ihm noch beschäftigen. Also mit Henry Cretton Guinness auf der einen Seite, aber vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus und dem Vater im Himmel auf der anderen Seite. Es gibt nichts Wichtigeres als die Bibel. Es gibt keine wichtigere Lehre als die Lehre Gottes auf dieser Welt. Und dafür müssen wir die Bibel lesen und lernen und leben. Weil wenn wir die Bibel leben... Ich habe mal einen interessanten Spruch gehört heute. Im Englischen, den werde ich mal eben ins Deutsche übersetzen. Die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für das Leben des Menschen. Das müssen wir uns verinnerlichen und danach müssen wir leben. Und dafür müssen wir unsere Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.